Möchten uns ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Ulrich. Ich bin bei Brandwatch für das Marketing zuständig für die Dachregion und kümmere mich auch um das Produktmarketing für die Dachregion. Ich bin Gonzalo, ich arbeite im Professional Services Team. Was wir machen, ist, wir unterstützen unsere Kunden bei der Erstellung von Queries und Dashboards und ich bin auch für Training zuständig. Wir werden als nächstes zuerst einfach das kurz vorstellen, was das neue Feature ist, was es für Möglichkeiten bietet und vor allem auch, warum wir es eingeführt haben. Danach wird der Gonzalo eine Live-Vorführung des neuen Features machen. Er hat sich dann ein sehr schönes Beispiel auch rausgesucht, wo man sehr gut sehen kann, wozu Demographic Insights in der Lage ist und was sie damit alles machen können. Und zum Schluss haben wir auch noch genügend Zeit für Fragen und Antworten. Legen wir doch kurz los. Was ist eigentlich Demographic Insights? Demographic Insights ist ein neues Feature, das sie die Personen hinter dem Social Buzz kennenlernen lässt. Das heißt, wir hatten ja bisher bei Brandwatch konnte man immer sehen, es gab so und so viele Treffer zu einem bestimmten Thema und man konnte aber nicht so genau sehen, von wem kamen denn die Treffer. Man konnte zwar reinklicken und sich einzelne Autoren anschauen, aber mit Demographic Insights kriegt man wirklich auf einen Blick, einen sehr schönen Überblick über die Demografie des jeweiligen Publikums. Das Ganze bezieht sich auf Twitter-Daten und es ist derzeit ausschließlich für die englische Sprache verfügbar. Zum einen, wenn die Twitter-Bio in Englisch ist oder wenn der Tweet für die Query in Englisch ist, wird das entsprechend ausgelesen und Ihnen dann auch angezeigt in Ihren Dashboards. Wie genau bekommen wir die Daten? Ich habe jetzt mal mein eigenes Twitter-Profil genommen, damit ich Ihnen das ein bisschen besser erklären kann, was wir da genau auslesen. Und zwar ist es so, wenn man hier ein Twitter-Profil hat, lesen wir anhand des Vornamens das Geschlecht aus. Dann haben wir hier noch Beruf, wo wir nach bestimmten Berufen scannen, wie man hier zum Beispiel auch sieht, Marketing Manager@brandwatch.de. Und wir lesen auch aus, ist die Person ein Individuum oder ist das eine Organisation, also ein Unternehmen? Und das wäre dann zum Beispiel durch solche Keywords wie Views are my own. Oder wenn hier dann auch noch ein Firmenname folgt, dass das dann wirklich auch deutlich ist, ob es jetzt wirklich ein Individuum oder eine Organisation ist. Was wir auch auslesen, sind Interessen der Person. Das heißt hier zum Beispiel Reisen, Street Art, Hello Kitty, ich oute mich gleich mal, dass man eben hier auch entsprechende Interessen einer jeweiligen Person sehen kann. Oder auch hier eben Musik zum Beispiel. Und wir lesen auch die Location aus. Das heißt, es sind die Orte, die man bei Twitter angeben kann in seiner Bio, wie hier in meinem Fall zum Beispiel München. Und all diese Informationen, die öffentlich zugänglich sind, die bekommen wir entsprechend und aggregieren die. Und es ist nicht so, dass wir irgendwelche Vermutungen anstellen oder dass wir was erraten, sondern wir verlassen uns wirklich auf das, was die Twitter-Nutzer angeben in ihrer eigenen Bio. Weil wir einfach herausgefunden haben, dass das wirklich das Valideste ist, und sind daher wirklich sehr, sehr valide mit den Daten, die in Demographic Insights zur Verfügung stehen. Genau. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Wir haben das hauptsächlich gemacht, weil unsere Kunden immer wieder gefragt haben, ja, wir möchten einfach noch ein bisschen mehr Insights haben über die Leute, die über uns sprechen. Uns reicht es nicht, wenn wir uns durch jedes einzelne Autorenprofil durchklicken, sondern wir möchten einfach größere Datenmengen haben, wo wir auch Gesamtanalysen fahren können, welche Interessen auch das Publikum hat zum Beispiel, dass wir auch die Gesprächsthemen besser verstehen. Es ist natürlich auch jetzt viel einfacher, mit Demographic Insights Influencer zu identifizieren. Das heißt, man kann jetzt ganz genau reingehen in die weiblichen Zielgruppen, in die männlichen Zielgruppen. Oder man kann auch sagen, ich möchte nur die weibliche Zielgruppe, die sich für Mode interessiert, oder nur die männliche Zielgruppe, die sich für Autos interessiert. Sehr spannend ist es natürlich auch, dass man die Berufsbilder der Menschen kennenlernt, um entsprechend Kampagnen zu optimieren. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich merke, über meine eigene Marke sprechen hauptsächlich Studenten, dann kann ich meine Kampagnen ganz anders ausrichten. Vor allem, wenn ich eigentlich als Zielgruppe Marketingmanager habe oder PR-Manager. Dann weiß ich, dass ich an meiner Kommunikation was ändern soll. Oder wenn ich sage, über mich spricht vielleicht eine Zielgruppe, die ich noch gar nicht kenne, womit wir dann auch beim Punkt wären, neue oder unvorhergesehene Zielgruppen entdecken, dann kann ich natürlich auch neue Zielgruppen identifizieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Automarke bin und ganz viele Leute in Bezug auf meine Automarke sich über das Thema
Grillen unterhalten, beziehungsweise beispielsweise Grillen oder Barbecue in ihrer Bio als Hobbys drin haben, dann kann ich da auch nochmal ganz neue Kampagnen starten und auch eine ganz spezifische Ansprache für diese spezielle Zielgruppe hervorrufen. Also es gibt mir wirklich einen viel tieferen Einblick in das, was meine Zielgruppen eigentlich beschäftigt. Und ich kann daraufhin meine Maßnahmen entsprechend ausrichten und sehe auch, was bei welcher Zielgruppe gut ankommt. Das heißt, es ist nicht mehr die eine große Zielgruppe, sondern ich habe ein sehr schönes Cluster in viele kleine Zielgruppen. Genau, das nächste wäre Demographic Insights. Wo finde ich das eigentlich im Brandwatch? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das zeigt der Gonzalo dann auch gleich nochmal live. Zum einen finden Sie das im Dashboard. Also es gibt hier ein neues Dashboard, wenn Sie das öffnen, was sich Demographic Insights nennt. Und da bekommen Sie direkt das Demographics Dashboard, wo Sie alle Daten zu Ihrer jeweiligen Query im Überblick haben. Wir haben auch gleichzeitig eine neue Komponente angelegt. Das heißt, wenn Sie schon ein bestehendes Dashboard haben, können Sie auch einfach hier eine neue Komponente anlegen mit Demographics und haben dann entweder eine Summary oder einen Themenvergleich, also das Topic Comparison. Und zusätzlich gibt es auch noch neue Filter mit Demographic Insights. Das heißt, Sie können Daten jetzt auch filtern nach Geschlecht, nach Interessen oder nach Beruf. Aber da gehen wir dann gleich auch noch live drauf ein. Hier nochmal ein kurzer Überblick zu den Möglichkeiten von Demographic Insights. Also zum einen hat man natürlich die Möglichkeit, jetzt das eigene Thema nach Geschlecht aufzuteilen. Das heißt, man kann jetzt ganz klar sagen, weibliche versus männliche Tweets zu einem bestimmten Thema. Wie viele Leute sprechen da darüber? Falls Sie hier eine Diskrepanz sehen zu der Anzahl der Erwähnungen insgesamt, ist es so, dass nicht alle Personen komplett klassifiziert werden können. Also selbst wenn jemand beispielsweise englischsprachige Tweets hat, aber gar keine Informationen in seiner Bio drin stehen hat, würde er hier nicht mit auftauchen. Das heißt, wir klassifizieren hier wirklich nur die Leute, wo wir klar sagen können, das ist ein Mann, das ist eine Frau und die hat eben ein ganz bestimmtes Interessensgebiet. Ich kann mir auch im Zeitverlauf anschauen, was die jeweilige Zielgruppe bespricht. Also hier zum Beispiel aufgeteilt nach weiblich und männlich. Und das ist eben ganz spannend, um auch Trends zu erkennen. Das heißt, wenn ich sehe, dass zum Beispiel, wir hatten eine sehr schöne Infografik zum Valentinstag, wo man dann auch sehr schön sehen kann, wer spricht denn über das Thema? Sind das hauptsächlich Frauen? Sind das hauptsächlich Männer? Und wie entwickelt sich das im Zeitverlauf? Ganz spannend auch, wenn man Richtung Kampagnen geht und nach bestimmten Aktionen, die man fährt, was beispielsweise in der Mediaplanung sehr interessant wird, wenn man eine gewisse TV-Show beobachtet und da einfach mal guckt, wer redet denn eigentlich auf Twitter zu dieser TV-Show? Sind das eher die Männer oder sind das eher die Frauen? Und welche Interessen haben die? Da kann man dann auch schon ja seine Kampagnenplanung entsprechend darauf ausrichten oder es zumindest als ein Indiz nehmen, um zu sagen, ja, die weibliche Zielgruppe ist ganz, ganz stark vertreten. Vielleicht mache ich für die auch mal was zu dem jeweiligen Thema, obwohl ich eigentlich normalerweise eine männliche Zielgruppe habe als Marke. Als nächstes haben Sie auch die Möglichkeit, spezifische Interessen kennenzulernen von Ihrer Zielgruppe. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel jetzt mal in dem fiktiven Beispiel, das wäre Sport, Bücher, Musik oder Food and Drink. Und da kann man zum einen die Zielgruppen besser kennenlernen, aber man kann auch neue Themen erschließen. Wie vorhin mit dem Beispiel, was ich gesagt hatte, wenn man eine Automarke ist und merkt einfach, dass die Leute sehr auf Musik ja, geeicht sind oder sehr gerne auch auf Food and Drinks gehen, dann kann ich nochmal ganz andere Kampagnenplanungen durchführen oder auch entsprechende Themen besetzen in meiner Zielgruppe, die meine Mitbewerber vielleicht noch nicht haben. Mir dadurch auch einen entsprechenden Vorsprung erschaffen. Das Gleiche gilt auch für die Berufe. Das heißt, hier wird wirklich aufgeteilt, sind das Künstler, sind das Journalisten, sind das Studenten oder sind das Führungspersonen und kann dann auch entsprechend meine Ansprache optimieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, hauptsächlich Journalisten sprechen über mein Produkt oder mein Thema, dann habe ich eine ganz andere Ansprache, als wenn ich hauptsächlich die Studenten targeten möchte. Ich kann dadurch auch meine Themen besser gestalten, weil ich auch einfach weiß, wer spricht denn über das jeweilige Thema und natürlich auch neue Zielgruppen entdecken.
Das heißt, vielleicht weiß ich zum Beispiel gar nicht, dass ganz viele Künstler über mein Thema sprechen. Und das würde ich mit Demographics Insights auch herausfinden. Und das letzte Chart aus der Theorie, bevor wir gleich in die Praxis gehen, wäre hier einfach nochmal die Möglichkeiten, die ich habe in Bezug auf die Themenplanung, weil ich kann mir Themen auch nach Geschlecht anschauen. Das heißt, ich habe hier eben die Möglichkeit, beliebte Themen von beiden Zielgruppen zu analysieren und das letzten Endes ins Community Management einfließen zu lassen. Und zwar kann ich hier ganz genau sehen, es ist so eine Skala, dass wir hier weiblich haben und hier männlich. Und ich sehe, welche Themen werden von welcher Zielgruppe am meisten besprochen. Sie kennen ja sicherlich alle die Standard-Topic-Clouds in Brandwatch. Und diese Gender-Topic-Cloud geht eben noch einen Schritt weiter, dass man auch wirklich sieht, was beschäftigt die jeweilige Zielgruppe zu meinem eigenen Thema. Das heißt, hier die Frauen sprechen hauptsächlich über Robin Wright, während sich die Männer mehr über die erste Episode unterhalten von House of Cards, was hier das Beispiel ist. Und ich kann auch entsprechend meine Produkte und Dienstleistungen besser darauf ausrichten, wenn ich zum Beispiel merke, dass die Frauen sich immer über die DVD-Cover zum Beispiel ganz besonders unterhalten oder über die Kampagnen, dann kann ich da auch nochmal wirklich hier ganz spezifisch reingehen und kann sagen, okay, was sprechen Sie darüber und wie kann ich das für meine eigene Produktentwicklung auch einsetzen. Und damit würde ich dann auch schon an den Gonzalo übergeben, der Ihnen jetzt das zeigt, wie das Ganze live aussieht. So, danke Susanne. Ich wollte auch, wie gesagt, kurz zeigen, wie man diese Vorlage findet. Und das ist ganz normal hier unter Dashboards. Wenn man auf New klickt, da sieht man diese Demographics-Vorlage als Dashboard. Sie können aber auch, wie gesagt, die einzelnen Komponente auswählen. Sie müssen nicht diese Demographics-Vorlage verwenden. Okay. Wir haben für heute eine Query geschrieben über House of Cards. Das ist eine Serie, eine amerikanische Serie. Es geht um Politik und wir haben es benutzt, um diese Webinar zu zeigen, wie diese Demographics-Komponente, was sie alles haben. Ich werde jetzt hier dieses Dashboard benutzen. Das Dashboard haben wir auch ein bisschen angepasst. Es ist nicht diese Vorlage. Das ist, was Susanne schon gesagt hat. Wir sehen hier diese Aufteilung nach Geschlecht. Wir sehen, dass Hauptsache Männer reden über diese Serie und es gibt auch fast 40% Frauen. Auf der rechten Seite sehen wir im Zeitverlauf diese Gespräche hier. In diesem Pick hat die zweite Staffel angefangen. Und hier unten sehen Sie das, was Susanne, wie gesagt, erwähnt hat, diese Interessen, Berufe und Länder, woher die Autoren kommen. Die einzelnen Komponente können Sie ganz normal hinzufügen, indem Sie einfach hier oben auf dem Reiter klicken, Add Component. Und hier sehen Sie eine neue Option Demographics und hier sehen Sie die beiden Optionen, die Susanne früher erwähnt hat. Das ist diese Zusammenfassung und diese Themenwolke. Ein nächster, um ein bisschen tiefer in die Daten zu gehen, haben wir auch die Geschlechter verglichen. Hier haben wir auf der linken Seite die Männer und auf der rechten Seite die Frauen. Das haben wir einfach mit dem Filter gemacht. Alle Komponenten, nicht nur die Demographics, sondern auch die ganz normale Komponente, haben jetzt diese Filteroption hier unter Twitter. Da können Sie die ganzen Demographics-Features auswählen, entweder Gender oder auch Berufe, Interesse. Sie können hier wirklich alles auswählen und dementsprechend werden die Daten auch gefiltert. Das ist sehr interessant, weil zum Beispiel wir haben allgemein gesehen, dass die Interesse ist Sport, aber wenn wir das nach Geschlecht teilen, dann sehen wir, dass eigentlich die Männer sich mehr für Sport interessieren und die Frauen eher für Bücher. Das ist auch sehr, sehr interessant. Oder Family und Parenting, Familie. Die Berufe sind mehr oder weniger gleich und natürlich die Länder sind auch ähnlich, weil das ist ja eine amerikanische Serie. Hier unten sehen wir auch diese Themenwolke, dieses Next Level sozusagen Themenwolke, was Susanne erwähnt hat. Auf der linken Seite sehen
sehen wir die Themen, die mehr von Frauen erwähnt wurden, und auf der rechten Seite sehen wir die Themen, die mehr von Männern erwähnt werden. Wenn wir mit der Maus auf ein Thema gehen, dann sehen wir auch der Anteil. Also hier zum Beispiel, First Episode wurde 100% von Männern und 0% von Frauen. Und hier zum Beispiel Robin Wright, was ist eigentlich eine weibliche Figur, eine Schauspielerin, wurde am meisten von Frauen, 78%, erwähnt. Ja. Man könnte auch in die Tiefe gehen mit den Interessen. Hier haben wir zum Beispiel, zeigen wir am Anfang die allgemeinen Interessen, was ich schon früher gezeigt habe, das ist Hauptsache Sport. Das hier ist aber eine normale Tabelle, ein Diagramm. Hier haben wir die Filter Breakdown by Interest ausgewählt. Das ist keine Demographics-Komponente an sich. Und hier können wir die einzelnen Erwähnungen nach Interesse sehen. Und wichtig daran zu wissen ist, die Demographics-Komponente, die neue, kann man noch nicht anklicken. Also hier könnte man nicht die Erwähnungen sehen von diesen Autoren. Noch nicht, wir arbeiten daran. Aber in den alten Komponenten kann man das doch machen. Hier zum Beispiel sehe ich Sports. Wenn ich draufklicke, sehe ich die Erwähnungen von diesen Autoren, die Interesse an Sport haben. Und eigentlich, wenn wir die Erwähnungen lesen, dann sehen wir, dass es gibt nichts, was uns sagt, okay, sie haben Interesse an Sport oder sie erwähnen gar nichts über Sport, aber das ist auch nicht wichtig. Wie gesagt, wir nehmen diese Information von das Bio von Twitter. Und das ist das Interessante daran für Sie ist, dass Sie diese Informationen benutzen können für zum Beispiel Product Placement oder für zum Beispiel Werbung. Also wenn Sie sehen, Sie haben hier eine große Zielgruppe, was sich für Sport interessiert, dann können Sie dementsprechend Entscheidungen treffen, was Werbung und was Product Placement angeht. Hier unten haben wir, es ist das gleiche Prinzip wie mit den Geschlechtern, aber wir haben auf der linken Seite hier Interesse an Politik und auf der rechten Seite Interesse an Filmen. Ist auch sehr, sehr interessant, weil hier zum Beispiel auf der linken Seite die Leute, die Interesse an Politik haben, erwähnen eher Barack Obama oder West Wing, ist auch eine andere politische Serie. Und die Leute, die Interesse auf Filme haben, die erwähnen eher die Schauspieler, Kevin Spacey zum Beispiel, oder die Seasons. Ist auch sehr, sehr interessant, der Produzent. Unten haben wir auch eine Autorenliste hinzugefügt. Das können Sie auch ganz normal machen. Das ist eine alte Komponente. Aber wie gesagt, wir haben hier nochmal gefiltert. Auf der linken Seite sehen wir die Autoren, die Interesse an Politik haben. Und auf der rechten Seite Filme. Und das ist das gleiche Prinzip, was wir mit mal in ein anderes Webinar mit Influencer gesagt haben. Man könnte die Autoren dementsprechend filtern. Und sagen, wenn wir Influencer oder potenzielle Influencer finden, man könnte die zu einer Autorenliste hinzufügen. Hier zum Beispiel, ich habe darauf geklickt, Add to an Author List. Und dann könnte man entweder zu einer bestehenden Autorenliste hinzufügen oder eine neue Autorenliste kreieren, indem man hier klickt, Create a New One. Und dann würde ich einfach sagen, Influencer. Und dieser Autor wurde hinzugefügt. Und diese Autorenliste kann man überall im Dashboard anwenden als Filter und dann dementsprechend ja, die Autoren, die Influencer im Auge behalten. Das gleiche wie mit Interest könnte man mit Professions oder mit Locations machen. Was wir hier zum Beispiel nochmal verglichen haben, ist UK versus US. Natürlich gibt es mehrere Erwähnungen aus den Staaten, weil es ja eine amerikanische Serie ist. Wir wollten aber auch die Themen vergleichen. Es ist auch sehr interessant. Die sehen im Prinzip auch ähnlich aus, aber es gibt Themen, die schon für von UK-Autoren häufiger erwähnt wurden, wie zum Beispiel Netflix UK oder auch Howard Webb. Das ist auch eine englische Figur. Und auf der rechten Seite, wo wir die US-Themen sehen, dann sehen wir Barack Obama ein bisschen mehr erwähnt als hier. Und auch Wind Prizes zum Beispiel war ein Gewinnspiel, was nur in Amerika stattfand.
Und dieses zum Beispiel Dream of What a Government war ein Artikel über die Serie im Verhältnis zur allgemeinen Politik in Amerika, was von New York Times veröffentlicht wurde. Deswegen wird es hier in US erwähnt als Thema und nicht hier. Hier haben wir zum Beispiel die Erwähnungen nach Geschlecht geteilt und auch nach Land. Also wir sehen, es gibt einen größeren Anteil von Frauen aus den Staaten. In UK ist es ein bisschen kleiner. Und wir sehen hier auch, dass wir haben zum Beispiel Kategorien angelegt für die Schauspieler. Natürlich wird Kevin Spacey am meisten, der ist der Hauptdarsteller, der wird am meisten erwähnt. Aber es gibt auch diese zwei andere Schauspieler, Michael Kelly und Robin Wright. Robin Wright ist diese Schauspielerin. Und die wird am meisten, also in einem größeren Anteil in den Staaten erwähnt. Vielleicht wahrscheinlich liegt es auch daran, dass es mehr Frauen gibt in den Staaten, die die Serie angucken und über die Serie twittern. Zum Schluss wollten wir auch noch zeigen, dass, wie gesagt, diese ganzen Features sind auch im normalen Filter und normalen Tabellen stehen zur Verfügung. Hier zeigen wir zum Beispiel die Ge Gespräche im Zeitverlauf. Blau sind die Männer und rosa sind die Frauen. Das ist eine ganz normale Tabelle oder ein ganz normales Diagramm. Auf der rechten Seite klicken wir auf Filter und hier sehen Sie Breakdown by Gender. Und man könnte alles andere auch zeigen. Interest oder Profession. Berufe, Interesse, also man könnte wirklich diese ganzen Features überall anwenden. Das ist nur eine Option. Hier zum Beispiel zeigen wir Tonalität nach Geschlecht. Das ist auch ein sehr interessantes Diagramm. Das könnte man auch machen. Ist einfach hier auf der rechten Seite unter Filter. Und das wäre alles von meiner Seite. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, ob es Fragen gibt. Susanne? Also eine Frage kam, und zwar war das die Frage, wann in Deutschland die Verfügbarkeit besteht für die Gender Charts. Also es ist so, dass wir da gerade dran arbeiten, das auch entsprechend für die deutsche Sprache und für weitere Sprachen verfügbar zu machen. Wir haben allerdings noch keinen konkreten Zeitplan, beziehungsweise haben jetzt noch kein Datum, was wir Ihnen momentan mitgeben können. Sofern Sie dabei wirklich ganz, ganz dringend Bedarf dran haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager oder schreiben Sie uns eine E-Mail, weil je mehr wir sozusagen an Feedback auch bekommen, umso höher wird es dann auch in der Entwicklung priorisiert. Von daher melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie sagen, Sie brauchen das jetzt unbedingt. Wir sind froh über jedes Feedback, was wir dazu bekommen. Sehr, sehr wichtig. Genau. Dann wäre die Frage, ob es Andere Fragen? noch weitere Fragen gibt. Momentan nicht. Ich gucke noch mal kurz in Momentan den nicht. Chat. Vielleicht, Gonzalo, zeigst du noch mal, es war vorhin so eine schöne Aufteilung, die du hattest mit den Interessen, wie man so ein Tab Ja. anlegt. Ich glaube, das wäre noch mal ganz interessant, und in der Zwischenzeit würden wir noch mal auf Das. weitere Fragen warten. Nee, noch ein Stückchen runter. Wurde die Topic Cloud nach Interessen, genau das meinte ich. Ah, das. Dass du Ja, vielleicht nochmal kurz zeigst, wie das angelegt ist. ja klar. Diese Themenwolke kann man auswählen als Topic, als Komponente kann ich nochmal zeigen, wo das ist, falls man das nicht gesehen hat. Hier ganz normal Add Component und unter Demographics sehen Sie diese Topic Comparison. Das ist diese Themenwolke. Und wenn man diese Themenwolke ausgewählt hat, dann kann man unter Filter einfach zwei Values auswählen. Hier haben wir Politics und Movies. Das ist unter Interest, aber man könnte sagen, vergleichen Account Type und zum Beispiel Individual und Organizational. Wir könnten jetzt vergleichen, ob es sich um ein Individuum handelt oder ob es ein Unternehmen ist oder das gleiche mit Geschlecht zum Beispiel oder Berufe sogar. Man könnte zwei Berufe vergleichen. Eigentlich haben wir das schon hier auch. Professions. In diesem Reiter haben wir zum Beispiel Journalisten gegen Studenten verglichen.
Also wir wollten sehen, welche Themen eher von Journalisten erwähnt wurden und welche Themen eher von Studenten erwähnt wurden. Das ist auch sehr, sehr interessant. Das ist, wie man das macht, ist einfach hier auf der rechten Seite ein Topic auswählen und dann die zwei Values. Super, Dankeschön. Gerne. So, dann wären wir von unserer Seite jetzt durch. Es kamen keine weiteren Fragen mehr. Wir würden Ihnen vorschlagen, wenn Sie es noch nicht selber ausprobiert haben sollten, dann probieren Sie es einfach mal. Ich denke, dann kommen vielleicht noch die eine oder andere Frage. Wir stehen auch jederzeit gerne zur Verfügung. Also wenden Sie sich entweder an uns, das wäre gonzalo@brandwatch.com oder susanne@brandwatch.com. Oder an ihren jeweiligen Account Manager. Die sind da auch immer sehr, sehr hilfreich, falls es da irgendwelche Fragen geben sollte. Es gibt auch, wenn Sie das Webinar jetzt verlassen, noch eine Mini-Umfrage, dass Sie einfach kurz sagen, wie hilfreich das Webinar für Sie war. Das ist für uns auch eben immer wichtig, um die Webinare auch so auszurichten, dass sie wirklich nützlich für Sie sind. Also auch wenn Sie Vorschläge zu unseren Webinaren als solches haben, melden Sie sich gerne bei uns. Ansonsten hoffen wir, dass es gut gefallen hat. Und würden uns jetzt in dem Zuge von Ihnen verabschieden, genau in der Zeit sozusagen. Dann vielen Dank Ihnen und Vielen lieben bis Dank.